Ja gut, ich bin jetzt zum zweiten Vorrundenspiel gekommen. Spiel gegen Slowenien, habe natürlich gleich eine denkwürdige Partie gesehen. War zusammen mit Frank Buhrmann da, der allerdings dann am nächsten Tag abgereist ist zum Neujahrsempfang der deutschen Fußballliga. Und ich gucke mir jetzt auf jeden Fall noch das zweite Spiel an. Heute ein entscheidendes Spiel gegen Montenegro und bin dann guter Dinge, dass ich zum Halbfinale zurückkomme und dann immer noch eine deutsche Mannschaft im Turnier ist. Ja gut, das muss man natürlich gespalten sehen. Also ich denke mal, die beiden Vorbereitungsspiele gegen Island haben natürlich zu sehr viel Optimismus Anlass gegeben. Dann die Auftaktpartie gegen Montenegro war natürlich auch hervorragend. Und dann gegen Slowenien, ja gut, das haben alle natürlich verfolgt, gab es so ein bisschen Zitterpartie. Man lag dann sehr viel zurück, hat spät ins Spiel gefunden, um in der zweiten Halbzeit aber dann doch noch, ja, ich sage mal, das Ruder rumzureißen. Letztendlich ist es natürlich ein bisschen kurios gewesen mit dem Videobeweis zum Schluss, aber ich denke und hoffe eigentlich, dass dieser Punkt am Ende noch sehr wertvoll sein kann. Natürlich dort, wo die kroatische Mannschaft im Moment ihre Heimspiele, so kann man es ja sagen, bestreitet, dort ist natürlich voll Full House und hier ist es natürlich ganz klar, dass wir in einer Gruppe mit alles Mannschaften, die vom Balkan kommen, natürlich dann viel, viel Interesse aus Montenegro, aus Mazedonien, Slowenien haben. Wobei es für mich sehr, sehr positiv war, dass auch schon in der Vorrunde eine richtig große deutsche Kolonie hier war und das hat eigentlich schon Spaß gemacht. Ja, und ich denke, in diese Richtung kann es durchaus weitergehen. Ja, ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, obwohl ich grundsätzlich immer optimistisch bin und gehe davon aus, dass die Deutschen heute das Spiel doch klarer beherrschen sollten, an ihre Auftaktleistung gegen Montenegro wieder anknüpfen können. Ich hoffe und denke eigentlich, dass dann auch dieser Tausch nochmal von Rošek zu Lemke vielleicht auch ein bisschen Stabilität gibt. Und ja, ich bin optimistisch und denke eigentlich, dass es ein Sieg wird. Also ich hoffe natürlich bis ins Halbfinale, gar keine Frage, aber dazu muss sie sich natürlich erheblich steigern. Ich gehe davon aus, dass wir dann doch schon so etwas wie eine Turniermannschaft sein können, dass wir uns auch im Laufe der Zeit noch weiter festigen. Und wenn wir heute gewinnen sollten gegen Mazedonien, dann bin ich mir auch sicher, dass wir durchaus realistische Chancen haben, das Halbfinale zu erreichen. Aber dazu muss natürlich alles stimmen. Aber ähnlich wie in Polen seinerzeit, glaube ich, kann man sich im weiteren Turnierverlauf auch steigern und darauf setze ich auch ein bisschen.